Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, es gibt mal wieder ein neues Haus-Tutorial, ein modernes Haus mit einem Pool. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann können wir das zusammen nachbauen. Das Haus besteht aus Stein, Holz und Quarz. Und genau, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal genau an. Wir haben hier vorne den Eingang. Auf der rechten Seite hier, wenn man hochkommt, hat man hier einen Pool, wo man ganz entspannt schwimmen kann. Und hier hat man das Dach so teilweise offen und teilweise geschlossen. Genau, und wenn wir dann hier reingehen, so sieht das Ganze dann von innen aus. Also das ist dann auch so die Größe. Man hat eine Etage, nur hier in diesem vorderen Teil ist die Decke etwas höher. Und man hat noch so ein Dachfenster drin. Und hier auf der Seite, genau, hat man dann den Rest vom Haus. So, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze auch nochmal von außen an. Das heißt, ich fliege hier einmal gerade drum auf die Rückseite und dann seht ihr, hier haben wir sogar nochmal so ein kleines Gewässer, so ein Teich oder sowas, was an dem Haus dran liegt. Und hier auf der Seite dann noch so ein paar Büsche und so ein Fenster hier auf der Oberseite. Genau, also so sieht das Ganze aus. Ist so ein mittelgroßes Haus, würde ich jetzt sagen, also nicht ganz klein, aber auch nicht wirklich groß. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, können wir das jetzt zusammen nachbauen. Und zwar brauchen wir, wie gesagt, dafür Stein, Quarz und Holz, und zwar ist das Fichtenholz und hellgraue Glasscheiben habe ich benutzt. Und dann noch so ein paar andere Sachen, die ich aber dann immer wieder dazu ansage. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Stein, und zwar fangen wir hier an dieser Stelle an, einfach, dass ihr Bescheid wisst, also da unten, dort werden wir anfangen. Genau, und zwar setzen wir erst einmal 9 Blöcke Stein aufeinander, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke bis hier oben. Dann gehen wir einmal hier 6 weitere nach rechts raus, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, und diesen Block ziehen wir einmal runter, bis der hier wieder auf die Erde kommt. Genau, dann haben wir hier einmal diesen Bogen schon mal gebaut. Und was wir dann machen können, ist, dass wir einmal auf die Innenseite gehen und jetzt jeweils hier nochmal einen weiteren Rahmen dran setzen. Also überall noch einen weiteren Block. Und dann noch ein drittes Mal. So, dass wenn man jetzt von der Seite hier drauf guckt, dass das 3 Blöcke sind. So, genau, wenn wir das gemacht haben, dann würde ich sagen, gehen wir einmal von diesem Bogen hier auf die linke Seite, nehmen uns Quarz und jetzt auf der Mitte von diesen 3 Blöcken, da zählen wir jetzt einmal nach oben ab, und zwar 1, 2, 3, 4 Blöcke und den fünften, also hier, da setzen wir einen Quarzblock hin. Also das heißt, hier sind 4 Blöcke und dann auf dem fünften ist dieser Quarzblock, und das ziehen wir jetzt einmal nach links raus, und zwar brauchen wir insgesamt 7 Blöcke. Also hier haben wir jetzt schon diesen einen. Dann machen wir hier einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und einen siebten hier hin und ziehen diesen letzten dann einmal runter hier bis zur Erde. Genau, dann haben wir das hier einmal, und dann gehen wir auf die rechte Seite, gucken uns auch wieder die Mitte an, also hier, und zählen auch wieder 4 Blöcke, die frei bleiben, und auf dem fünften, also hier, setzen wir wieder einen Quarzblock hin. Und jetzt ziehen wir das hier nach rechts raus, und zwar insgesamt 6 Blöcke. Also einen haben wir, dann haben wir 2, 3, 4, 5 und 6. Und den lassen wir jetzt erstmal so, das heißt, den ziehen wir jetzt nicht runter zum Boden, sondern wir gehen erstmal hier unten hin und setzen hier einen Quarzblock hin. Dann nehmen wir uns Fichtenholztreppen und setzen jetzt hier 3 Stück nebeneinander hin, und das ist dann die Treppe, wo man hochkommt zum Pool. Und dann rechts neben der Treppe setzen wir hier nochmal 2 Quarzblöcke hin. Genau, soweit erstmal an dieser Stelle. Beziehungsweise, nee, wenn wir schon dabei sind, dann können wir eigentlich direkt hier weitermachen. Und zwar, jetzt haben wir hier 2 Blöcke, und diesen rechten, den ziehen wir einmal nach hinten. Und zwar müssen wir dort insgesamt 9 Blöcke hinsetzen, also mit diesem. Das heißt, den ziehen wir jetzt mit. 1, dann haben wir hier einen zweiten. Ne? Hier seht ihr, das 2 sind es jetzt. Dann 3. 4, 5, 6, 7, 8 und 9 bis hierhin. Und dann gehen wir hier wieder Richtung Hausmitte sozusagen, und zwar 5 weitere Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5 bis hierhin. So, und wenn wir das dann gemacht haben, dann
gehen wir hier oben an diese Ecke hin und ziehen die auch nach hinten weg. Und zwar muss die genauso weit werden wie das hier unten. Das sind insgesamt 9 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier einmal hinter und zählen von 2 bis 9, weil wir die Ecke mitzählen. Also die Ecke ist der erste, dann haben wir den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten und neunten. Und dann gehen wir hier nach rechts wieder 5 weitere Blöcke mit Quarz. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Dass man insgesamt hier 6 hat mit der Ecke. Genau, und dann lassen wir das erstmal so an dieser Seite und gehen auf die linke Seite, also hier hin. Und da müssen wir jetzt eigentlich genau das Gleiche machen. Also von der Ecke aus ziehen wir das jetzt nach hinten weg. Da brauchen wir auch wieder insgesamt 9. Das heißt, wir stellen uns hier hinter und zählen von 2 bis 9. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und hier ziehen wir den letzten auch wieder runter bis zum Boden. So, und dann können wir hier auf der Seite schon mal unten das einmal verbinden. Also von hier bis nach vorne ziehen wir hier einmal Quarz, dann nochmal eine Schicht. Und dann, warte, das muss ich gerade mal genau gucken. Ja, genau, noch eine Schicht. So, und jetzt kommt hier links ein Block rein und rechts ein Block rein. Und hier kommt ein Fenster rein und da können wir uns schon mal Glasscheiben nehmen. Wie gesagt, ich nehme hellgraue. Ihr könnt aber auch eine andere Farbe nehmen, wenn euch das besser gefällt. Genau, und dann kommen hier die Glasscheiben rein und dann hat man hier das Fenster. So, und dann machen wir das einmal so, dass wir, ich würde sagen, wir diesen Bogen erstmal weiterziehen. Und zwar seht ihr, wir haben hier drei Blöcke schon, die das nach hinten geht. Wir brauchen aber insgesamt 11. Das heißt, wir gehen einmal hier an die Ecke, stellen uns hier hinter und zählen jetzt einmal ab 4, weil wir drei Stück schon haben, deshalb ab 4 bis 11. Das heißt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Und dasselbe machen wir hier auch einmal. Das heißt auch wieder von 4 bis 11 zählen. Das heißt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Dann verbinden wir das hier einmal miteinander. Und diese Ecken, also diese und diese, ziehen wir jetzt einmal runter bis zum Boden. So, und hier dasselbe auch. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir einmal von der Innenseite jeweils hier nochmal eine Schicht dran setzen. Und hier auch, also links und rechts und oben auch. Und dasselbe jetzt noch einmal. Das heißt, hier wieder eine Schicht Stein dran. Hier auch nochmal eine Schicht Stein dran. Und hier oben dann auch. So, und dann haben wir hier auch drei Blöcke, genauso wie auf der Vorderseite. So, und was wir dann machen können, ist, dass wir diese Ecke jetzt einmal nehmen und die hier bis zum Stein dran ziehen. So, bis dahin. Genau, so. Dann gehen wir wieder zur Vorderseite, würde ich sagen. Und dann einmal hier links hin. Und da machen wir das jetzt einmal so, dass wir uns Holz nehmen. Und jetzt muss ich genau gucken. Genau, wenn wir hier links bei dem Quarz sind, setzen wir es nicht hier direkt am Anfang, sondern hier auf den zweiten Block. Also hier setzen wir einen Holzblock hin und ziehen den dann insgesamt 4 Blöcke hoch, also bis hier oben. Und hier nach rechts ziehen wir den so weit, bis der an dieses Stein dran kommt. So, und was wir dann machen können, ist, dass wir schon mal Quarzblöcke nehmen können und diesen ganzen Bereich einmal mit Quarz auffüllen. Das heißt, von hier fangen wir an, einmal das hier nach vorne rüber zu ziehen, bis hierhin. Und dann kommt hier überall Quarzblöcke rein. Und dann haben wir hier gleich ein solides Dach. So. Genau, soweit dann hier an dieser Stelle. Und dann können wir auch schon mal Stein nehmen und das dann einmal hier nochmal reinsetzen. Und hier das komplett einmal mit Steinen aufzufüllen. So, bis hierhin. Genau, dann auf der anderen Seite machen wir das auch, dass wir jetzt einmal hier Stein reinsetzen, noch eine Schicht Stein und noch eine Schicht Stein und dann hier nochmal eine. Beziehungsweise, ne, hier machen wir das komplett zu. Stimmt, also hier könnt ihr diese ganze Fläche einmal komplett zumachen mit Stein. So, weil die Wand ja hier zu ist, da hat man keinen Durchgang. Und dann können wir hier schon mal den Pool reinsetzen, würde ich sagen. Und zwar nehmen wir uns dafür Holz und fangen an, erstmal so einen Rahmen hier zu ziehen. So, und dann hier auch. Und hier reißen wir dann einmal hier dieses ganze Gras raus. Und dann habe ich dort, ich glaube, Quarz reingesetzt. So, und dann können wir uns Wasser nehmen. Und
Genau, das Ganze hier einmal mit Wasser auffüllen. Und dann haben wir hier den Pool. So, dann als nächstes können wir hier schon mal auf jeden zweiten Block, also hier ein Block freilassen und dann auf den zweiten hier eine Verbindung ziehen nach außen. Und dann wieder dasselbe. Ein Block freilassen, hier eine Verbindung, ein Block freilassen und hier eine Verbindung hin. Und dann habe ich hier jeweils außen nochmal einen Block reingesetzt. So, und dann habe ich Zäune genommen, Fichtenholzzäune, und angefangen von hier drei Zäune aufeinander zu ziehen. Dann lässt man einen Block frei. Dann macht man dasselbe nochmal. Dann ergibt das so eine Säule. Und hier auch wieder ein freilassen. Hier drei Zäune aufeinander, ein freilassen und hier drei Zäune aufeinander. Und dann hat man hier Stützen für dieses Dach. Das sieht dann sofort so ein bisschen realistischer aus. Und dann können wir hier schon mal diesen ganzen Bereich einmal mit Glas auffüllen. So. Und auf der Rückseite hier machen wir das jetzt einmal so, dass wir auch wieder Holz nehmen und anfangen von hier, wo dieses Stein ist, also auf den letzten Steinblock sozusagen, das einmal nach rechts zu ziehen, bis zum Quarz, dann hier einmal hochzuziehen und dann mit Glasscheiben das einmal hier aufzufüllen. So, bis hierhin. Hier lassen wir das dann auch. Und hier, also ich merke, ja, ich merke gerade, dass ich eine Zahl irgendwo falsch aufgeschrieben habe. Und zwar die allererste Zahl. Also das Ding hier ist gerade in der Mitte viel höher als das hier. Stimmt, ich habe das 9 Blöcke hochgezogen. Das mussten aber eigentlich nur 7 sein. Ich werde das Ganze jetzt, Leute, ich werde das Ganze jetzt so weiterbauen. Ihr könnt das aber auch alles 2 Blöcke sozusagen runterziehen. Das heißt, also oben die 2 Blöcke abreißen und dann ab hier sozusagen die Verbindung zu machen. Ich werde das jetzt aber so weiterbauen. Und zwar noch ein bisschen specialmäßig. Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich hier oben einen Block freilasse und hier nochmal Stein hinziehe. Also das wäre eigentlich die Höhe, wo dieses Stein hinkommt. Und auf der Rückseite dasselbe auch. Also hier einen Block freilassen, hier einmal Stein reinziehen. Genau, so, und dann machen wir das einmal, dass wir hier auf der Vorderseite uns Holz nehmen, also Fichtenholz, und dann anfangen hier nicht auf der ersten Schicht, sondern auf der zweiten hier einmal Holz hochzuziehen bis hier, also bis zu dieser Verbindung, dann das einmal hier nach rechts rüberziehen und hier dann wieder runter bis zum Boden. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Plattform hingezogen. Das heißt, hier einfach 1, 2, 3 Blöcke weiter nach vorne rausgezogen. So, und dann das Ganze hier bis hierhin aufgefüllt. Dann habe ich nochmal Fichtenholztreppen genommen und die dann einmal hier schön drum gezogen, dass man hier so einen schönen Aufstieg hat. Genau, und hier ist dann der Eingang und da habe ich dann erstmal nochmal Glasblöcke genommen und zwar hellgraue Glasblöcke. So, und dann hier einen Rahmen gezogen. Dann brauchen wir eine Tür und zwar eine Fichtenholztür. So, und die habe ich dann hier einmal von der Innenseite reingesetzt, also so. Und dann habe ich eine Fichtenholztreppe genommen und die einmal umgedreht hier oben nochmal reingesetzt. Und dann haben wir hier diesen Eingang. Genau, und damit ist die Vorderseite komplett. Ich gucke mal gerade auf der Rückseite, fehlt dann auch nur noch dieser mittlere Part. Und dort habe ich das so gemacht, dass ich auch erstmal wieder Holz genommen habe und jetzt wieder nicht auf der ersten Schicht, sondern auf der zweiten Schicht hier einmal Holz aufeinander ziehen, bis hier an dieser Stelle, also wo dieser Querbalken kommt, dann einmal hier nach rechts rüber ziehen, wieder runter bis zum Boden und den Rest habe ich komplett mit Glasscheiben aufgefüllt. Dann hat man hier so ein etwas größeres Fenster. So. Und dann, um das Ganze nochmal abzuschließen, kann man hier oben dann schon mal Glasscheiben reinziehen, würde ich sagen. Wobei, wir machen das anders. Und zwar so von der Innenseite, das ist hier jetzt gerade so ein bisschen spontan. Wir ziehen das hier an der Stelle, also auf diesem Holz, ziehen wir nochmal eine Schicht Holz hin. Und hier genau dasselbe auch. So. Und dann auf diesem Holz ziehen wir dann Glasscheiben drauf. Hier und auf dieser Seite auch. So, und für das Dachfenster, da brauchen wir erstmal nochmal Steinblöcke und ziehen an den Seiten jeweils nochmal eine Schicht hin. Und den Rest füllen wir dann einmal mit Glasblöcken auf. Und zwar sind das auch wieder hellgraue Glasblöcke. So, und hier hat man dann sogar so eine schöne Fensterbank. Da könnte man
theoretisch sogar Töpfe oder sowas reinstellen. Ich glaube, das mache ich gerade sogar. So, dass man einfach so ein paar Blumentöpfe nimmt und vielleicht so, zack, zwei Stück da reinzieht und dann so einfach noch so ein paar Blumen da reinhaut. Sieht, glaube ich, ganz cool aus. Genau, so, und dann haben wir sonst alles? Ach so, genau, und auf der Rückseite dieses, den Teich, ne? Genau, dafür gehen wir einmal hier, wo dieses Fenster ist, einmal auf die linke Seite hin, also hier, und ziehen einmal ein, zwei, drei, vier Blöcke Gras raus und setzen dort Holz rein. Dann gehen wir einmal hier an diese Stelle, also von dem Fenster hier rechts unten hin und ziehen hier auch eins, zwei, drei, vier, fünf, genau, diesmal fünf Blöcke Gras raus und hauen dort Holz rein. Und dann hier zwischen dasselbe auch einmal das Gras, genau, das ganze Gras raus, hier überall Holz rein. Und jetzt hier zwischen dieses ganze Gras, Gedöns, das hauen wir auch alles komplett raus. So, jetzt habe ich ein zu viel abgerissen, ist aber nicht schlimm. So. Genau, und dann müssen wir einmal hier unten nochmal Holz reinziehen, damit das auch vernünftig aussieht. Hier setzen wir Stein hin und hier setzen wir auch nochmal überall Holz drunter. Dann passt das Ganze und dann kann man sich wieder Wasser nehmen und das hier reinsetzen. Und dann hat man hier ein kleines Gewässer, also so einen kleinen Teich oder ein Pool, ja, wobei das ist eher ein Teich. Genau, und dann habe ich auf der Vorderseite hier auf der linken Seite nochmal, wo sind denn die Dinger hier, diese große Farn Pflanzen genommen und habe hier zwei hingesetzt und hier nochmal zwei, einfach damit man da nochmal so ein bisschen Grünzeug auf der Seite hat. Genau, und ansonsten war es das eigentlich, außer dass man hier innen den Boden natürlich nochmal ändern kann. Und hier habe ich eine Treppe reingezogen, damit man hier auch von dem Eingang ganz gut runtergehen kann. Genau, und hier habe ich dann auch alles komplett mit Holz zugemacht. Also hier das ganze Gras einmal raus und dann überall Holz rein. So, komm, dann machen wir das jetzt auch noch mal schnell. Das geht ja auf der Fläche eigentlich relativ schnell. So, wenn man sich nicht verbaut. Dann hier noch mal rein, diese Schicht. So, und dann diese zwei Blöcke noch. Okay, perfekt. Dann haben wir das jetzt auch aufgefüllt. Und damit hat man dann hier nochmal den Boden geändert. Und dann war es das auch. Also witzig, ey, dass ich das einfach komplett falsch gebaut habe. Aber genau, das wäre so eine zweite Variante von dem Haus. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was mir besser gefällt. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber das Haus wirkt ehrlich gesagt voll anders. Genau, ach so, noch eine Sache, die habe ich jetzt ganz vergessen. Hier auf diesem Dach, auf dem linken, habe ich das so gemacht, dass ich einmal vom Rand aus zwei Blöcke freilassen und auf dem dritten hier habe ich Fichtenholzstufen genommen und dann eins, zwei, drei, vier Blöcke hier hingezogen, dann ein Block freigelassen, hier dann fünf Blöcke hingezogen, ein Block frei und hier nochmal vier Blöcke hingezogen. Einfach nochmal als so kleine Musterung, also hier seht ihr das, ne? Habe ich das genauso auch gemacht. Einfach damit man nochmal so einen kleinen Akzent aus Holz hat. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Genau, und ansonsten war es das dann aber mit der zweiten Variation des Hauses. Also genau, wie gesagt, ne, falls ihr das jetzt so gebaut habt und aber das so haben wollt, dann müsst ihr einfach hier diese obersten zwei Schichten komplett rausreißen und dort dann das Dach hinbauen auf dieser Höhe. Ne? Genau, so. Dann würde ich sagen, Leute, an der Stelle, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Achso, und ihr könnt das Haus natürlich auch kostenlos auf meiner Website runterladen, wie immer. Genau, ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.